Das machen wir in einer neuen Aufnahme. Eloy, wie es scheint, bist du im Besitz von etwas, das dir nicht gehört. Oh, du bist nicht überrascht, mich zu sehen? Nachdem du versucht hast, mich an die Zeniths im Hades-Testlabor zu verraten? Wohl kaum. Als mir klar wurde, eine einzelne Jägerin überfällt Regalas Lager, wusste ich, du warst entkommen. Raffinesse ist nicht deine Stärke. Halte dich von jetzt an lieber von den Rebellenoperationen fern. Du mischst dich gern in Dinge ein, die du nicht verstehst. Ach komm. Ich verstehe, Silence, dass du gefährlichen Leuten Maschinenüberbrückungen verschafft hast und einen Stammeskrieg entfacht hast. Erneut. Und ich werde ihn beenden. Schön. Wüte stur und blindlings drauf los, wie immer. Du wirst das Unvermeidbare nur hinauszögern. Aber sei gewarnt. Die Söhne des Prometheus sind sehr beharrlich. Und sie wollen deinen Kopf. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Oh, ich hab Angst. Was mache ich bloß ohne deinen Schutz? Du solltest Angst haben, Aloy. Du hast ja keine Ahnung. Aber ich habe Besseres zu tun, als dich aufzuklären. Viel Glück bei deiner Stümperei. Ah, warum ist er nur so ein verdammter Vollidiot? Au! Eines Tages werde ich diesem Kerl sein arrogantes Maul stopfen. Endgültig. Aber zuerst muss ich herausfinden, wieso er tut, was er tut. Ja, wird schon einen bestimmten Grund geben, aber trotzdem. Es war schon sehr seltsam, mit Beta zu reden. Jemanden zu sehen, der wie ich aussieht. Obwohl sie sich anscheinend völlig anders verhält als ich. Oder Elizabeth, in der Tat. Naja, wenn man anders aufwächst, dann ist man noch anders. Wo habe ich denn die ganzen Muskeln her? Nehmen wir erstmal die kleinen da raus. Ich vergesse, dass ich die Tränke gar nicht herstellen brauche. Ich habe zu genug im Lager. My bad, aber egal. Wir haben genug Material. So. Verdammter Silence. Eigentlich mochte ich den Typen. Aber was ist das denn? Das ist das Quartier von den beiden, ach so. Ist die Werkstatt, das sieht man. Ausgang. Fahrstuhl? Ach so, ja, hier geht's runter. Das ist eine Treppe. Wollen wir mal mit... Nein, wir reden jetzt nicht mit da. Wir gehen jetzt hier raus. Ich will auch so eine Basis haben. Ganz ehrlich, so würde ich gerne wohnen. In einem Berg. Ich würde gern schon hier mal hin, einfach nur so, um das Gebiet freizuschalten. Nichts. Auch ein paar einfach nur so reisen, ne? Aber wir haben halt noch Quests. Warte darauf, dass Sol den Neustartcode fertig hat. Das dauert wahrscheinlich. Talanas Suchen nach Armades geht weiter. Die ist, glaube ich, sehr weit da hinten, ne? Ich glaube, kaputte Schlösser geht eher. Mache ich eher jetzt mal. Hey, das ist sie. Sie hat die Dornrücken ausgelöscht, ohne Hilfe.
sind wirklich viel herum, was? Hast du Funken sprühen lassen? Wie geht es den Flüchtlingen? Sie bleiben meist unter sich. Aber sie haben Essen und eine Bleibe. Manche haben sogar Arbeit gefunden. Gute Idee, ihnen das Sturmvogelherz zu geben. Ich helfe gern. Ich hoffe, sie kommen wieder auf die Beine. Ich sehe ab und zu nach ihnen. Dann geht's ihnen gut. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Und dank dir habe ich genug damit zu tun, hier alles zum Laufen zu bringen. Dann bist du hier wohl richtig. Ja, vermutlich. Hat Holland den Flüchtlingen Schwierigkeiten gemacht? Nee. Sein Laden wurde geschlossen, kurz nachdem Arlwind weg war. Er hat die Stadt verlassen, mitsamt seinen Schlägern. Gute Reise, sage ich. Dieses Konzessionsdekret, das Arlwind wollte, was war das genau? Und was hätte er davon gehabt? Eine miese Mauschelei, das ist es. Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das hätte bedeutet, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr gehabt hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht, mit ihren Scherben ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Arlwind Anteil an allen Rechten hatte, wäre er dann reicher gewesen als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde gewesen. Und Arlwind hätte sich genug Stimmen kaufen können, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Fast wäre er damit durchgekommen. Hey, ich suche nach einer Osseram namens Marsa. Vielleicht arbeitet sie hier in Kettenkratz. Kennst du sie? Marsa? Ja, natürlich. Starke Frau. Sie arbeitet wirklich hart, nicht wie die ganzen anderen Tölpel hier. Warum suchst du sie denn? Ich traf ihren Bruder im Westen. Er bat mich, ihr ein Familienerbstück zu geben. Ha, wusste nicht, dass Marsa einen Bruder hat. Naja, ich habe gehört, sie hat bei einem dieser alten Kaja-Signaltürme gearbeitet. Im Nordosten. Danke. Osseram-Familien sind nicht ohne. Viel Glück mit diesen Zankereien. Tja, ich muss jetzt los. Danke für den Drink, Petra. War schön, dich zu sehen. Jederzeit, Flammenhaar. Hey, Rotschopf. Lust auf eine Partie Streit? Es muss weiter, jetzt wird mir leid. Hinter Kettenkratz gibt es Bären, die ich noch nie gesehen habe. Dann haben wir wohl ein neues Thema. Willkommen, Fremde. Ich glaube, heute passiert mal was. Irgendwas. Pass auf, was du dir wünschst. Thank you.
Mutter sagte, Porgos Schwester arbeite in der Gegend. Was? Ich glaube kaum, dass sie sich freuen wird, von ihrem Bruder zu hören. Masa? Ein Paket für sie. Was geht dich? Oh. Amazon. Die Nora-Frau. Woher kennst du meinen Namen? Ich traf deinen Bruder, Porgov, im Westen. Von ihm ist das hier. Mamas Kassette. Der elende Tölpel hat sie mir gestohlen. Bei der Schmiede. Das Schloss hat er kaputt gemacht. Also, das war von einem Steinbrecher. Oh. Also ist er tot? Nein, als er sah, was drin ist, wollte er, dass du sie hast. Oh, dann hat ihm wohl seine Schuld zugesetzt. Schauen wir mal. Ein Juwel. Komisch, dass er sich das nicht genommen hat. Und ein Brief. Von meiner Mama. Ihr letzter Wunsch war, dass ich mich mit Porgo versöhne. Aber das macht keinen Sinn. Porgov hat ihr, der ganzen Familie, Kummer bereitet. Immer den leichten Scherben hinterher, statt meinem Vater in der Schmiede zu helfen. Ich habe in meinem Leben keinen Platz für ihn. Wenn Porgov den Brief gelesen hat, dann will er sich vielleicht auch versöhnen. Ich sollte dir auch sagen, dass er sich an das fliegende Fass erinnert. Der Tölpel. Als Kinder haben wir Metallplatten genommen und sind einen großen Hügel runtergerutscht. Eines Tages hatte Porgov die Idee, sich ein altes Fass zu nehmen. Er stieg hinein und los ging's. Aber er hat am Fuß des Hügels nicht gestoppt. Das Fass rollte mitsamt Porgov weiter und von einem Felsvorsprung herunter. Das Fass flog, als ob es plötzlich Flügel bekommen hätte. Und dann platsch, direkt in einen See. Ich dachte, er würde ertrinken. Aber er schaffte es von selbst zurück an den Strand und schrie, nochmal! Eine schöne Erinnerung. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass wir uns nicht stritten. Wir lagen am See herum und lachten, bis das Atmen wehtat. Als du meinen Bruder trafst, sah er gut aus? So gut, wie es jemandem mitten in der Wüste möglich ist. Du könntest selbst nach ihm sehen. Nein. Ich hörte, dass einige Leute sich auf den Weg dorthin machen, aber ich weiß nicht. Ich überleg's mir. Danke für diese Lieferung. Hier, für deine Mühe. Danke. Falls du dich entscheidest zu gehen, kannst du deinen Bruder in Lager nirgendwo finden. Klar, dass er es nach nirgendwo schafft. Sorry. Klar, dass er es nach nirgendwo schafft. Die... Der war gut. Oh, wir haben auch wieder 8 Punkte, ne? Fangsteller, gibt's da noch was Gutes? Momentan bin ich eigentlich nur noch an Sachen abarbeiten hier. Maschinenmeisterin haben wir noch gar nicht. Ich glaube, das mache ich als nächstes einfach so hier so ein bisschen skillen. Wir haben echt nichts mehr außer das. Und das ist so schön im Westen.
Oh ja, da müssen wir richtig in den Westen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen von hier aus, dahin und dann dahin. Ich will halt diese Wolken hier loswerden. Ist da unten noch ein? Gehen wir auf Erkundungstour! Sachen für den Vorrat. Wir machen aber auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Wir machen auf jeden Fall die Mission, bevor wir uns noch weiter in den Dschungel. Mal sehen. Also morgen habe ich Scarlet Nexus geplant. Weil Yu-Gi-Oh! Haben wir ja jetzt storytechnisch zumindest fertig. Ja, und Scarlet Nexus wenigstens noch die DLCs fertig. Dann haben wir das auch. Das Ding ist geil, nämlich. Utaro Hartgewebe. Pirscher-Zirkulator. Was ist denn ein Kletterkiefer? Es gibt auch noch Elite-Fallen.
Hier ist ein Pirscherbereich gleich in der Nähe. Unterwegs nehme ich aber noch alles mit, was ich hier gekommen. Alter, das ist richtig geiler Dschungel jetzt. Oh, das ist das Gebiet, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Die ganze Zeit. Hier gibt es einfach nur dort drüben nur Wüste. Wir hatten in Horizon Zero Dawn fast nur Wüste. Ich weiß, es war Arizona, aber... Warum? Kann ich die Schleuder upgraden? Ja. Oh, wir haben sogar zwei geile Schleuder, ne? Nein. Ich will noch einen Scharfschussbogen. So einen schönen, lilanen Scharfschussbogen. Da bin ich zufrieden. Und da stecke ich auf jeden Fall all meine... Also, was wir auf jeden Fall immer am meisten nutzen, ist halt Jägerbogen. Wir haben drei verschiedene Jägerbogen. Wenn ich einen Jägerbogen bekomme mit Blitz und den anderen Sachen. Hier habe ich Löschwasser drin, deswegen brauche ich das. Wir müssen auf jeden Fall bald mal Maschinen jagen. Später einem Koch. Ich denke, wir machen aber noch ein bisschen. Ich weiß, wir haben schon 10 Uhr, aber ich will wenigstens mein Ziel erreichen.
Bist du freundlich? Ja, du bist freundlich. Diese Tenakt-Soldaten greifen die Rebellen an. Ich wette, sie könnten Hilfe gebrauchen. Ich schalte sozusagen erstmal Schnellreisedinger frei. Ich finde die auf jeden Fall viel besser gemacht. Diesmal bloppen die auf. Also sind die weiß, wenn man sie gefunden hat. Sonst waren die immer so grün und so. Und ich habe mich an jedem halt aktualisiert oder so, was eigentlich nicht nötig war. Hier sind zwei Lagerfeuer. Aber ich würde auch gerne noch den Langhals machen. Wir gehen zum Langhals, komm, let's go. Komm, den Langhals machen wir heute noch. Ich gleite. Ihr seid freundlich, okay. Gibt's den Jägerbedarf? Das ist bestimmt ein Jägerbedarf. Scharfschuss. Oh. Ich brauche keinen Jägerbogen, nur mit Eis. Was ist das letzte? Erweitertes Eis? Das ist auch so ein Sonnenflügel, brauche ich dafür. Haben wir was Schlechteres? Das haben wir ja mit Eis, ne? Brauchen wir da nicht mehr. Okay, let's go, komm, machen wir einfach mal. Fortgeschrittene Jägerpfeiler. Jetzt brauche ich noch Ersatz für die anderen halt, ne? Vielleicht gibt es auch irgendeinen Jägerbogen, der wirklich mehr kann. Aber der hier hat halt Frost. Oh, wir kriegen die, wenn wir Behemoth-Kraftlader. Wir müssen drei Behemoth und zwei Steinbrecher. Garabeklauer. Die Garabeklauer müssen wir den abschießen. Na toll. Das sind so Gegner, da habe ich keinen Bock drauf. Ja,
Ja, da ist so ein gegnerisches Lager. Die mache ich noch nicht. Nein, ich will nicht in dem Wasser fallen. Nice. Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Oh, nass bis auf die Knochen. Unterwegs wenigstens alles aufdecken. Was ich ja eigentlich am meisten liebe, ist das Entdecken. Und ich hoffe, wir kommen bei Scarlet Nexus morgen gut voran, dass wir hier sofort wieder auch weitermachen können. Vielleicht mache ich diese Woche dann auch kein Lost Judgment. Und danke, danke, Klaus. Vergesse ich ab und zu. Kennt er ja. Aktivieren wir doch das erstmal als Quest. Eulen, Feder, Enten, Gabelbein. Da gibt's Eulen? Eulen. Na, von denen. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Mal schauen, ob ich vielleicht privat auch Material sammle oder so. Weil das Projekt wird ewig gehen. Ich glaube, ich muss da wirklich auch andere Spiele mit einbeziehen einfach. Weil ich glaube, das werden wir Monate spielen. Also wirklich richtig Monate. Das ist ein riesiges Spiel. Aber wenn wir alles erkundet haben, geht's zack, zack, zack. Mich hoch zum Flugschreibersignal führen. Hast du einen Flugschreiber? Ach so, da. Aber wir wollen ja zum Langhals.